Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Shibuya Crossing von User You in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Shibuya Crossing von User You. Es ist das vierte Album von User You. Und wir werden das Ganze mal aus der Folie befreien. Allerdings haben wir hier noch einen Sticker, einen Aufkleber. Und hier lesen wir in weißer Schrift auf rosanem Sticker inklusive Downloadcode. Okay, nachdem wir das zur Kenntnis genommen haben, schauen wir mal hinein, wo wir das am besten öffnen. Wahrscheinlich hier am besten, wo das verschweißt wurde. Gar nicht so einfach. So, aber jetzt. Das Album ja am Freitag, also gestern erschienen, am 16. März. Die Folie leider etwas widerspenstig. Aber jetzt. So. Also, wir haben hier eine Person stehen auf dem berühmten Shibuya Crossing. Also, das ist ja einer der Hauptverkehrsknoten, eine der größten Kreuzungen überhaupt, befindet sich ja in Tokio. Und dann haben wir hier diverse Szenen, die ebenfalls aus Tokio stammen dürften, also ein sich überschlagenes Auto, Getränke- oder Snackautomaten, entsprechende Aggression, Comics, alles was dazugehört. Und natürlich hier unten Shibuya Crossing, also die große Kreuzung mit den ganzen Leuten, die hier parallel über die Zebrastreifen wandern. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist abgedruckt, 12 Stück an der Zahl. Und wir haben Features von Fat Tony, Edgar Wasser, Danger Dan und Luko. Dann hier noch die Credits zum Album. Und dann auf der Seite lesen wir hier noch in weißer Schrift auf orangem Untergrund Shibuya Crossing und daneben in schwarz User You. Gut. Wir schauen mal hinein. Wir haben hier einmal die Vinyl und dann natürlich noch den Downloadcode. Wir starten natürlich mal mit der Vinyl, diese wie so oft in so einer weißen Papierhülle aufbewahrt. So sieht die Vinyl aus, klassisch in schwarz, und in der Mitte lesen wir dann auf diesem blauen Shibuya Crossing A-Seite. Und dann haben wir natürlich noch die B-Seite. Die B-Seite in diesem Fall dann orange. Und dann haben wir noch diesen Download-Code. Und hier lesen wir dann auf useyou.de/download kannst du die Shibuya Crossing kostenlos herunterladen. Gut, das werde ich eventuell noch machen. Ansonsten haben wir hier nichts weiter drinnen. Es ist eine einfache Vinyl, keine Doppelvinyl. Sprich, wir haben nur eine A- und eine B-Seite. Ja, wir fassen nochmal kurz zusammen, was sich alles in der Shibuya Crossing Vinyl befindet. Einmal die Vinyl, A- und B-Seite in dieser weißen Schutzhülle und dann entsprechend noch der Downloadcode zum MP3-Download des Albums. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl, Shibuya Crossing von User You. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr User You unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.